willkommen zu Count on the Count. Weißbier habe ich mir heute schon eingeschüttet, wie ihr seht. Heute zeige ich euch, wie macht man Kartoffelgratin auf dem Grill. Warum Kartoffelgratin? Man fängt ja immer an, naja, da noch ein Salat und Spaghetti-Salat und den Salat und den Salat und den Salat. Das sind ja eigentlich immer die Beilagen zum Grillfleisch, ja. Also wir machen vernünftige Beilagen. Wir wollen Kartoffelgratin haben, ja. Und wir wollen Grillgemüse dabei haben und das ist eine ganz einfache Geschichte. Dazu brauche ich Kartoffeln, die hat meine Frau natürlich geschält, ist ja klar, weil ich zu faul bin. Dann einfach, die gibt es hier handelsüblich, es müssen ja die teuren Markengrillschalen sein, 20 Stück, 5 Euro oder sowas, ja, oder eher gesagt, ich weiß nicht, die sind hier keine 20, kann ich euch mal zeigen. 50 Stück, ne? Die kosten dann so 5 Euro. Das ist da, wo der Italiener seine Lasagne drin brutzelt und euch ins Haus liefert, ja? Und die Schalen sind uns auch lang gut. So, je nachdem, wie viele Leute kommen, machen wir mal ein paar Schalen. Ich mache jetzt mal 3 Stück und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die brauchen wir. Gerade zu 1, Kartoffeln sind geschält. Die Kartoffeln werden geschnitten. Wichtig ist, relativ dünne Scheiben schneiden, ja? Mehr will die Kartoffel gar nicht. Was mir natürlich immer dabei nicht gefällt, so wie ich jetzt angefangen habe, sind mir die eigentlich zu groß. Deshalb schneide ich die einmal durch und dann mache ich hier schön die Scheiben. Schnell passiert, wie ihr seht, vorausgesetzt, die Frau hat vorgearbeitet. Wie gesagt, sind die Kartoffeln so groß, halbiert sie doch einmal in der Hälfte. Wichtig ist wirklich, die Scheiben dünn zu lassen. Ich zeige das mal. Das ist gar nicht viel. Hier ist mein Fingernagel. Das sind vielleicht, naja, ich bin ein Mann vom Bau. Ich würde sagen, 3-4 mm. Mehr haben die nicht. Ja. Mehr dürfen die nicht haben. Weil wir wollen ja auch schnell fertig werden. Das soll ja keine 3 Stunden auf dem Grill stehen. Ja. Das soll fertig sein, wenn wir essen wollen. Ja. Weil wir essen bei Zeiten. Ja. Dann haben wir einfach keine Zeit. Dann haben wir Hunger. Ja. Dann wollen wir essen. Wollen nicht warten, dass das Zeug fertig ist. Von daher, Vorbereitung ist alles. So, wie ihr seht, Kartoffeln sind alle geschnitten. Schön dünnen Scheiben. Ich nehme jetzt hier das erste Schälchen. Kann ruhig so ein bisschen touchen hier, soll ja was reinpassen. Eins. Nee, es wird nicht alles gegessen heute Abend. 2, 3. So. Wie gesagt, die werfen wir so rein. Ja, müssen jetzt nicht übervoll sein. Ja, ich mache die immer hier so ein bisschen zum Rand. Man kann ein bisschen drücken. Schälchen gehen auch so ein bisschen auseinander, ja, aber ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist egal. Also, haben wir alle 3 voll gemacht. So, jetzt wichtige Geschichte. Das muss schmecken. Damit es schmeckt, nehmen wir Salz. Hier haben wir wieder Salz. Jetzt gibt man so viel mache ich hier drauf, ja. Oh Gott, wie viel Salz! Und was da passiert? Nein, nicht wahr. Die Kartoffeln nehmen sich das schon. Und dementsprechend, ich mag das nicht, das ist einfach da nicht gewürzt, ja, nach was soll denn das schmecken? Ja, wir haben kein Salz dran gemacht, das ist nicht so gesund, ja, prima. Sorry, ja, wir sind jetzt hier dafür da, um zu sehen, wie es schmeckt. So, ganz wichtig, natürlich immer, was mache ich dran? Bei allem, Pfeffer, ist ja klar. Hier kommt auch nicht viel Pfeffer dran, hier lassen wir nur mal die Mühle drüber drehen. Die Geschichte einfach schon erledigt. Ohne das geht es gar nicht. Muskatnuss. Ja, Muskatnuss. Hier, ich habe so eine Reibe. Wir reiben hier was drauf. Das war von der Nuss schon die Hälfte. Ja. Habe ich auf die 3 Schälchen hier fast eine Nuss verteilt. Ja. Auch nicht zu viel, sonst, wenn man zu viel Muskatnuss drauf macht, dann schmeckt das natürlich nach Muskatnuss. Muss man ein bisschen aufpassen. Ne? So, jetzt haben wir hier Schlagsahne, ist klar. Von wem auch immer. Die gießen wir jetzt hier ein bisschen rein.
Ich zeige euch auch gleich, wie viel. Ich verteile die jetzt mal. Oh, mein schönes T-Shirt. Das ist natürlich überhaupt nicht passieren. Sowas. Kann überall hin. Aber nur nicht ans T-Shirt. Ja. Die Schlagsahne. Die bewirkt nämlich Folgendes. Wenn das anfängt zu kocheln, dann nehmen die Kartoffeln die Schlagsahne auf. Habt ihr zu viel Schlagsahne drin? Ist es zu viel? Habt ihr ein bisschen Suppe? Ja? Habt ihr das richtige Level gefunden? Haben das die Kartoffeln? Dann habt ihr eine schöne Masse. Es fehlt noch ein bisschen Schlagsahne. Natürlich haben wir sowas im Kühlschrank. Ist klar. Hier ist noch eine. Hier gieße ich jetzt noch einen Schutt drauf. Kann man ruhig hier so ein bisschen drüber. Salz soll ja auch ein bisschen abgewaschen werden. Das muss ja ein bisschen hin. So, und wenn wir jetzt mal gucken, ich mache jetzt mal so, ja, hier unten so Viertel, das ist so Viertels drin, ja, also, ja, in jedem hier, ein Viertel drin, ne, mehr dürft da gar nicht rein. Um das Ganze abzurunden, nehmen wir einen schönen Gouda-Käse, ja, den werfen wir jetzt hier einfach mal drauf, so, hier auch. Verteilen den hier. Einfach verteilen, mehr brauchen wir gar nicht machen. Das war's schon gewesen. Ein Päckchen brauche ich noch. So. Das ist natürlich, wie viel Gouda mache ich da drauf? Das ist wurscht. Soll ein bisschen schmecken. Es nützt das, wenn man den Käse nachher nicht spürt. Der gehört einfach auf so ein schönes Kartoffelkretel dazu. Und der Gouda hat der beste Geschmack so von allen für solche Geschichten, dass man den mal ab, dass man das einfach mal braten, kochen, wie auch immer kann. Das funktioniert ganz gut. So, jetzt sieht das doch schon lecker aus, muss man da mal schon sagen. Das stimmt allerdings. Ja, dummerweise ist es halt noch roh. Ist aber kein Problem. Und das zum Schluss, ja, wenn wir das jetzt so gemacht haben, nehmen wir einfach Alufolie. Man könnte jetzt noch eine zweite Schale machen, können die oben einhaken, die sind so zum Einhaken. Oder sind mir die Schalen dann doch zu schade dafür. Jetzt packen wir die drauf und lassen die oben einfach ein bisschen überstehen. Ja. Also nicht jetzt so drauf patschen oder so, einfach ein bisschen überstehen lassen. Das wäre auch schon. Ja, brauche ich nicht. Das machen wir jetzt bei allen drei. Wir haben jetzt dreimal Kartoffelgratin fertig. Das habe ich jetzt mit einer Alufolie umpackt, aus folgendem Grund. Wir stellen das nachher im Grill, das steht schon ziemlich im Heißen drin. Da köchelt das, ja. Natürlich ist unter der Kugel alles heiß, ist keine Frage nicht. Aber damit verhindere ich, dass das jetzt da drin einfach gart, ja. Und bevor es fertig ist, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt so lang drin, da gucken wir nachher. Dann kommt die Folie runter, ja, die machen wir runter. Dadurch, dass ich sie ein bisschen gewölbt habe, bleibt der Käse nicht hängen. Deshalb habe ich gesagt, wir lassen ein bisschen wölben. Es dampft und gart da drin. Wir nehmen die Folie runter. Dann bleibt das nochmal 5 Minuten im Grill stehen. Und dann ist das knusprig überbacken, wie man es aus dem Film kennt. Schon brennen alle 4. Ich kann sie gemütlich verteilen. Dann stelle man drauf. Das war's. Ah ja, ganz gut, ja. So, Männer, Kartoffelgratin haben wir vorbereitet gehabt. 3 Schälchen, wie ihr seht. Hier ist mir es etwas zu heiß, 250 Grad. Ich nehme jetzt einfach die Luft schon mal ab. Ganz ab, dass der runterkommt. Kartoffelgratin braucht aber schon ein bisschen Temperatur. Ja. Wir brauchen da ungefähr 200, 220 Grad, kann das haben. Ja. Jetzt schiebe ich das hier hin und zwar gerade so, dass das ein bisschen diese heiße Zone berührt. Ja. So. Nur das dritte hat gelitten. Das wird die heiße Zone nicht so sehen, glaube ich. Ja. Lassen wir so drauf stehen, das ist okay. Ja. So, die bleiben jetzt drauf stehen, da passiert gar nichts, das verbrennt nicht, das ist ohne keine direkte Hitze dran, nur so ein Viertel, ja, quasi. Die lassen wir jetzt stehen, machen den Deckel zu,
lassen die Temperatur jetzt noch einmal fallen auf 200 Grad. Es dauert jetzt einen Moment. Jetzt ist er, weil ich den Deckel auf hat, 190. Die wird jetzt irgendwo sich bei 200, 210 einpendeln. Und das braucht wirklich nicht lang. Also wir reden hier von 15, 20 Minuten. Jetzt kann ich ihn ganz in Ruhe sagen, ich mache einen Fisch noch oder ich mache ein Fleisch, was ich möchte. Das nehme ich einfach. Ich warte jetzt eine 15 Minuten. Ich weiß zum Beispiel, ein Fleisch, das dauert 5 Minuten. Ja? Das kloppe ich dann einfach drauf. Außer Rinderfilet, das funktioniert nicht. Da brauchen wir wirklich Temperatur. Und das zeige ich in einem anderen Clip, warum Rinderfilet andere Temperatur braucht. Aber Grillwürstchen etc. oder einfach Schweineschwenksteak, sowas kannst du jetzt mit da drauflegen. Nun nicht in die heiße Zone rein. Die garen jetzt vor. Und wenn die vorgegart sind, kann ich die nachher beiseite schieben. Und wenn sie durch sind, nehme ich sie runter mit der Alufolie, stelle sie neben hin und habe ganz in Ruhe 10, 15 Minuten mein Fleisch zu grillen, egal was ich mache, oder einen Fisch. Ja, das kann ich in Ruhe grillen. Das Zeug ist noch warm, wir können es essen, es ist wunderbar, das werden wir sehen. Prost! Heute zeige ich euch einen klassischen Fehler, der gemacht wird. Das wären Würstchen. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, ein Momentchen, deshalb sieht man das jetzt ganz gut. Werden Würstchen dann angefangen zu braten oder Fleisch über dem Heißen. Erstens mal verbrennen die ruckzuck, sieht man. Ja. Funktioniert gar nicht. Und ein Riesenmango. Das Fett der Wurst tropft unten rein. Es stinkt. Keiner hat da Bock drauf. Passt gar nicht. Deshalb ist der Vorteil bei den Grills hier, Grillschalen drunter zu legen. Die hier, die kommen hier unten rein. Das sind Abtropfschalen. Machen wir nachher einen Schluck Wasser rein. Wenn wir später Grillgut machen wollen, da kann das Fett reintropfen. Verquanzt man den Grill nicht und tut nicht alles brennen. Jetzt guckt euch die Kohle an. Hier ist das Fett drauf getropft. So fängt das an mit den Briketts. Ja. Und das ist das Schlechteste, was man machen kann. Ja. Das haben wir jetzt mal gemacht. Als Kleinigkeit, um mal zu zeigen, wie man es nicht machen soll. So, das Gratin hatten wir jetzt drauf. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das so fortgeschritten ist. Hier ist noch die Flüssigkeit sehr viel. Also das ist ja die Sahne. Jetzt versuche ich, das hier noch rauszunehmen. Das heißt, das sieht schon gut aus hier. Käse hängt ein bisschen dran, ist mir die Folie quasi gekippt. Hatte ich ja vorher gesagt, muss ein bisschen hohl sein, dass man eben nicht den ganzen Käse da dranhängen hat nachher. Das ist eins. Jetzt mache ich das hier noch. Hier hängt es nicht dran, sieht man ganz schön. Machen wir Folgendes, schiebe ich das einen Ticken rüber, das auch vorsichtig, jetzt nochmal bei Hitze, lassen das jetzt nochmal kochen, damit das ein bisschen einzieht in die Kartoffeln, verdunstet, wird braun, feste Masse. Damit ihr seht, dass ich auch keinen Scheiß erzähle, ich habe die Temperatur erhöht, 240, 250 Grad mit dem Gratin. Damit das jetzt nochmal richtig kocht, damit die Schlagsahne in die Kartoffeln zieht, Restfeuchtigkeit verkocht und so weiter. Wir wollen ja ein bisschen eine feste Masse haben, wollen keine Suppe haben. Das müsste jetzt ziemlich eingezogen sein, das ist jetzt her 5 Minuten circa. Jetzt machen wir mal auf, wie ihr seht, wunderbar, alles verkocht. Inzwischen, ja, klar, ein bisschen Flüssigkeit muss noch da sein. Kann jetzt rauskommen, können wir auf den Tisch stellen. Ist auch sehr heiß, das heißt, ich kann das jetzt hinstellen, obwohl ich jetzt noch andere Dinge da drauf mache. Man will ja nicht nur Gratin essen. Parallel da dazu, wo ich die jetzt rausgeholt habe. Lassen das kurz offen, dann bringe ich das mal an den Tisch.